Der Vormärz, eine Zeit in Deutschland, bestehend aus einer Vielzahl von Aufständen, Unruhen, Verhaftungen und anderen politischen Missgeschicken. Aber warum sind die Deutschen in dieser Zeit so gereizt, wenn auch vorher die Epoche der Romantik, Natur und Frieden predigte? Fragen über Fragen, die wir heute beantworten. Also viel Spaß und los geht's! Wie der Name schon suggeriert, Vormärz umfasst die Zeit vor einem Ereignis, nämlich der Märzrevolution. Diese fand im Jahr 1848 statt und war die Reaktion auf knapp 30 Jahre politischer Unterdrückung. Aber was genau ist passiert? Nach dem Sieg über Napoleon beschloss 1815 der Wiener Kongress die territoriale Neuordnung Europas, wodurch aber napoleonische Reformen unter anderem bezüglich der Menschenrechte wieder aufgehoben wurden. Um Rebellionen vorzubeugen, versuchte der Adel, Oppositionelle und Kritiker möglichst zeitnah zum Schweigen zu bringen. Nach zwei Attentaten, welche von unzufriedenen Studentengruppen ausgingen, setzte die Obrigkeit die Karlsbader Beschlüsse in Kraft. Diese verbot Burschenschaften und ermöglichte es, eine große Menge von Büchern und Zeitungen zu zensieren. Auch die Zensurfreiheit von Universitätsprofessoren wurde aufgehoben, sodass niemand mehr in der Lage war, auch nur die geringste Kritik zu äußern. Geschah das doch einmal, so war die Folge die Verhaftung. Wie die Gruppe der Göttinger Sieben, zu denen auch als Germanistikprofessoren die Gebrüder Grimm gehörten, es erleben mussten. Vier von ihnen wurden mit einer Verwarnung wieder entlassen, drei von ihnen, darunter Jakob Grimm, wurden des Landes verwiesen. Die Autoren des Vormärz verurteilten all diese Entwicklungen. Sie wollten ihre Rechte, Freiheiten und demokratische Strukturen wiederhaben. Sie waren nicht mehr nur Künstler, sondern auch politische Aktivisten, welche mit großer Vorsicht arbeiten mussten. Die Heldenfiguren in Vormärzerzählungen stammen deshalb vornehmlich aus der unteren Schicht und rufen nicht selten zu einem Aufstand gegen ihre Unterdrücker auf. Indem man das einfache Volk in den Geschichten mit ihrem Dialekt sprechen ließ, statt sich wie vorher zum Hochdeutschen zu zwingen, versuchte man noch authentischer zu sein. Aber nicht nur größere Werke wurden veröffentlicht, sondern auch das Medium des Flugblatts fand immer mehr Verwendung, da die Verbreitung anonymer und somit sicherer erfolgen konnte. Werfen wir nun einen Blick auf den wohl einflussreichsten Schriftsteller der damaligen Zeit, auf Heinrich Heine. War er zuvor noch stark in den romantischen Traditionen verwurzelt, richtete sich später sein Werk auf das politische Geschehen aus. In einer seiner großen Schaffensphasen arbeitete er als Pariser Korrespondent für die Augsburger Allgemeine Zeitung. Die Artikelserie, welche später unter dem Titel Französische Zustände zu einem Buch zusammengefasst wurde, gilt als stilprägend für den journalistischen Schreibstil. Ein weiteres bekanntes Werk stellt Deutschland ein Wintermärchen dar, das mit viel Witz und Sarkasmus die Zustände Deutschlands in der damaligen Zeit darstellt. Wohl am bekanntesten ist aber das Gedicht Die Schlesischen Weber, wo das Elend der unterdrückten Weber in den Zusammenhang mit einem Untergang Deutschlands gebracht wurde. Dort verflucht Heine das Vaterland, den König und sogar Gott und wirft allen vor, das eigene Volk getäuscht zu haben. Natürlich blieb Heinrich Heine nicht ungestraft. Schon durch seine Arbeit als Pariser Korrespondent wurde er gezwungen, den Rest seines Lebens in Paris im Exil zu verbringen. Für die Obrigkeit erwies sich diese Maßnahme aber als unklug, da Heine so seine Rolle als Mittler zwischen französischer und deutscher Kultur noch stärker ausbauen konnte. Heines Berichte aus Frankreich versorgten die Menschen mit der Information, dass die Option auf ein politisch gerechtes System existiert und dass man trotz aller Zensur für sein Recht kämpfen sollte. Der Reisebericht wird generell zu einer der großen Gattungen des Vormärz. In einer Zeit ohne Farbfotos, geschweige denn Internet, waren diese Berichte das einzige Medium, um eine Vorstellung von anderen Ländern und Kulturen zu erhalten. Dabei bot sich den Schriftstellern eine gute Fingerübung für spätere Werke, da sie zum einen nur das aufschreiben mussten, was sie gesehen hatten, und zum anderen große Freiheiten in der stilistischen Ausgestaltung dieser Werke besaßen. Heine nutzte den Reisebericht deshalb auch, um unterschwellig Kritik an der vorherrschenden Politik zu äußern. Er nutzte dafür zum Beispiel die gezielte Kontrastierung zwischen Deutschland und anderen Orten, aber auch das Verweisen auf Gemeinsamkeiten. Reiseberichte gaben also den Menschen neuen Input, sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf politischer Ebene.
Die Epoche des Vormärz wird in zwei literarische Zeiträume unterteilt. Zum einen junges Deutschland und dann den eigentlichen Vormärz. Die Jungdeutschen beschreibt eine Gruppe von Schriftstellern, die zur Vormärzzeit agierten und viele ähnliche, teils gleiche Vorstellungen besaßen. Darunter waren Karl Gutzko, Heinrich Laube, Georg Herwegh und Bettina von Arnim. Auch etabliertere Personen wie Georg Büchner und Ludwig Börne kann man dazu zählen. Der bereits erwähnte Heinrich Heine galt als ihr geheimer Redelsführer. Aber es war eine freie Personengruppe, die in einem regen und lockeren Kontakt zueinander stand und auf das eine gemeinsame Ziel hinarbeitete. Das namensgebende Ereignis für den Vormärz, die Märzrevolution, kündigte sich als eine Maßnahme an, die endlich Veränderung schaffen würde. Leider war dem am Ende nicht so, aber starten wir ganz am Anfang. Durch die immer stärker werdende Industrialisierung bildete sich die Proletariatsschicht heraus, die durch harte körperliche Arbeit und schlechte Bezahlung in katastrophaler Armut leben musste. Das konnten weder die Arbeiter noch einige Vertreter aus der Oberschicht weiter auf sich sitzen lassen. So wurden Aufstände immer mehr zur Tagesordnung und immer umfangreicher. Beispielhaft dafür ist der 1844 entstandene Weberaufstand in Schlesien. Viele dieser Aufstände konnten aber schnell vom örtlichen Militär zerschlagen werden, was die Spannung unter den Klassen aber letztendlich nur erhöhte. Die Märzrevolution fand im Unterschied zu anderen Aufständen an mehreren Orten gleichzeitig statt, zum Beispiel Baden, Bayern, Preußen, Österreich und viele weitere Staaten wurden mit den Forderungen der Protestierenden konfrontiert und zu Änderungen gezwungen. Die Revolution selbst sorgte am Ende für viele positive Veränderungen, wurde aber nach knapp einem Jahr zerschlagen. Doch trotzdem, viele der neuen Gesetze blieben diesmal erhalten oder schafften zumindest die Grundlage für spätere Veränderungen. Doch immer noch waren viele Menschen nicht zufrieden, denn einige der ungünstigen Umstände wurden wiederhergestellt und positive Veränderungen ließen lange auf sich warten. Das Scheitern der Revolution sorgte bei den Deutschen für ein neues Verständnis von Demokratie, das sich bis heute erhalten hat. Nationalismus und Demokratie, damals noch im Einklang miteinander betrachtet, wurde als immer gegensätzlicher empfunden. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Vormärzliteratur ist politisch. Sie will das Leben für alle verbessern und mobilisieren. Sie ist aktiv, direkt und hart in der Kritik. Die wichtigsten Werke dieser Zeit sind unter anderem Woyzeck und Lenz von Georg Büchner. Das Buch der Lieder und Deutschland ein Wintermärchen von Heine gehören ebenfalls zu den wichtigsten Werken. Und damit ist der März vorbei. Im nächsten Video folgt die Epoche Biedermeier und weitere Literaturepochen gibt es natürlich in unserer Playlist. Also einfach drauf tippen, abonnieren und Daumen hoch und in dem Sinne, bis bald, mach's gut, ciao.